Good morning, liebe Friends. Heute kommen wir mal zu einem Soundmodul von Really. Verlinke ich euch natürlich im Video, aber nur wenn es gut ist. Ansonsten lasse ich den Mist weg. Dann gucken wir doch mal, was hier all dabei ist. Hier fühle ich schon, sind Schräubchen drin. Schräubelis. Dann haben wir hier einen Halter. Wahrscheinlich so universaler Halter einfach. Dann haben wir hier das Soundmodul. Das soll hier hin, irgendwie mal. Die Beschreibung. Hier ist ein USB-Stick. Ich denke, dass es dafür da, um noch unterschiedliche Sounds runterzuladen. Das finde ich richtig gut, dass das dabei ist. Das ist das Y-Stück. Ich habe nämlich gedacht, das ist nicht dabei und habe mir extra welche bestellt. Für die Stromversorgung so ein Adapter. Finde ich auch nice, dass das dabei ist. Dann haben wir hier noch unterschiedliche Halterungen. Und Klebepads. So Freunde, das Soundmodul ist verbaut. Ich will euch das mal kurz demonstrieren. Man muss kurz Man muss kurz den Gashebel berühren. So. Er reagiert auch echt fein, ne? Achtung. Das hört sich auch echt cool an, muss ich sagen. Und das war auch noch nicht volle Lautstärke, das machen wir jetzt auch mal. Das ist ugescheit. Also diese Lautstärke ist echt ugescheit. Also man hört, da haben auch die Lautsprecher tatsächlich schon zu kämpfen, wenn man die höchste Lautstärke einstellt. Deshalb lieber ein bisschen gedämpfter, dann hört sich das, denke ich, auch besser an. Und es tut auch nicht so in den Ohren weh. So, Lautstärke stellt man hier ein, das ist klar, bei Plus und Minus. Nummer 1 oder die Nummer 2, ich weiß nicht, wer bei Minus gedrückt hält. Dann hat man den anderen Ton, Achtung. Das ist jetzt auch ein bisschen leise. Der gefällt mir persönlich nicht so gut. Wieder gedrückt halten, ist der zweite Ton. Der gefällt mir eindeutig besser. Um das zu kalibrieren, sage ich mal, Nullstellung, Vorwärts- und Rückwärtsgas. Ich lese euch das kurz vor, dann hat man das abgekürzt, dann müsst ihr euch die Bedienungseinleitung nicht unbedingt durchlesen. Drücken Sie und halten Sie die Taste Plus länger als eine Sekunde, bis der Soundsimulator einen Piepton ausgibt. Der Soundsimulator befindet sich jetzt im Programmiermodus. Lassen Sie die Taste Plus wieder los. Stellen Sie sicher, dass es am Sender der Hebel für die Motorsteuerfunktion in der Neutralstellung ist. Hebel loslassen und nicht bewegen. Bestätigen Sie jetzt die Einstellung, indem Sie die Taste Plus erneut drücken. Bis der Soundsimulator einen Piepton ausgibt. Bewegen Sie den Hebel für die Motorsteuerung in die Vollgasstellung für die Vorwärtsfahrt und halten Sie ihn in dieser Position fest. Bestätigen Sie diese Einstellung, indem Sie die Taste Plus erneut drücken, bis der Soundsimulator einen Piepton ausgibt. Bewegen Sie den Hebel für die Motorsteuerung in die Vollgasstellung für die Rückwärtsfahrt und halten Sie ihn in dieser Position fest. Bestätigen Sie erneut die Taste Plus, bis der Soundsimulator einen Piepton ausgibt. Bringen Sie den Hebel für die Motorsteuerung wieder in die Neutralstellung, Hebel loslassen. Die Programmierung wird mit einem langen Piepton bestätigt und ist somit abgeschlossen. Also auch relativ einfach. Hier haben wir jetzt am Soundmodul noch so einen gelben Stecker dabei. Hier ist er. Ich vermute, das kann man in einen freien Kanal reinstecken, dann kann man das Soundmodul auch an- oder ausschalten. Was ich positiv finde, ist, dass wir hier so viel Zubehör dabei haben, dass hier auch der USB-Stick dabei ist zum Programmieren. Darüber werde ich eventuell noch mal ein Video machen.
wenn mir dieser Sound auf die Nerven geht. Ansonsten bin ich doch eher positiv überrascht. Ein Minuspunkt hat's, volle Lautstärke, kratzt den Lautsprecher leicht, aber glaubt mir, so laut wollt ihr nicht darum fahren. Nochmal kurz, Produktlinks findet ihr unter dem Video. Bei Fragen und Anregungen schreibt es einfach in die Kommentare. Haut rein, macht's gut.